es geht los. Einen wunderschönen Willkommen ja, zum heutigen Abend und der Bildschirm ist ganz verstellt. Das muss ich mal schnell einstellen. Ich glaube, jetzt ist es richtig. Jetzt ist es richtig. Eieieiei. Ein wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu Metamorphosis, ein Spiel aus dem Jahre 2020, und zwar August 2020, von polnischen Entwickler ins Leben gerufen, und zwar hier unten, da sieht man es hier, Ovid Works, ne? Und es ist ein Spiel, welches sich an ein Werk von Franz Kafka orientiert. Ich selber bin kein Kafka-Freund, wahrscheinlich, weil ich mich nie so richtig damit auseinandergesetzt habe. Ich weiß, dass das sehr wohl in der späteren Schulzeit, also nicht in meiner, sondern in der nachkommenden Generation, sehr wohl Diskussionsgegenstand war im Deutschunterricht. Bei mir war es halt Goethe. Aber nichtsdestotrotz, ein Spiel, welches sich, wie gesagt, an eines seiner Werke orientiert. Und sehr skurrile Musik zu haben scheint. Ne? Ja, und wir werden uns das angucken, vielleicht auch zu Ende spielen, wir werden es mal schauen. Wir machen es halt heute den Lüfter hier einstellen, der ist soweit in Ordnung. Okay, lass. Okay, wir lassen uns mal überraschen. Es kann sein, dass ich wieder zwischendurch irgendwas hier einstellen muss, audiomäßig. Ich habe das hier ein bisschen... Also es war hier auf 100%. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Ich habe keine Ahnung. Viel Spaß. Neues Spiel. Oh, okay. Den Gamma-Wert. So ein, dass das angezeigte Bild fast unsichtbar ist. Ist es fast unsichtbar? Ich glaube ja. Ich werde es mal am Stream orientieren. Am Rückbild. Warte mal, jetzt muss ich kurz warten. So. Also im Stream ist es fast unsichtbar. Im Stream sehe ich nichts. Okay, dann lassen wir das so. Speichern. Wenn du das Symbol siehst, wird das Spiel automatisch gespeichert. Das ist sehr schön. Das ist ein größeres Spiel. Dauert ein bisschen. An Fortfahren klicken. Nee. Where am I? What's this painting? Right, I'm at Joseph's. What a night. Quite a celebration. Happy birthday, my friend. Though, one drink too many. I'll check with Joseph and then I'm off to work. Guten Abend, Lütander. Wir werden mal gucken, wie es Joseph geht, ne? Oh ja. My poor head. Okay, der Kopf tut weh. Können wir irgendwas machen? Ich glaube nicht. Oh, das ist aber sehr schwammig, die Steuerung. Was ist das hier? Was war denn das? Öffnen. Ein Stempel. Was das für ein Spiel ist? Das Spiel heißt Metamorphosis und ist angelehnt an eines der Werke von Franz Kafka. Von polnischen Entwicklern dieses Jahr veröffentlicht worden. Ich selber hab's nicht mit Kafka, hatte ich es ganz am Anfang gesagt. Ich bin eher so der Goethe-Freund, weil wir Kafka in der Schule nicht hatten und für mich ist es ein bisschen zu surreal. Aber das heißt ja nicht, dass man sich dann einfach mal kritisch damit auseinandersetzt, besonders wenn es einfach mal in einem anderen Medium hier übertragen wird. Zum Lesen Tab drücken. Tab, okay. Dear Mr. Gregor, the key is one of the drawers. Okay. Der Schlüssel befindet... Ach, is in one. Okay. Der Schlüssel befindet sich in einer Schublade ganz in der Nähe. Das ist schön. Aber warum ich Tab drücken muss, ist ein bisschen seltsam. Vielleicht hier in der Schublade? Nö. Genau, wir werden ein Käfer. Ist hier was drin? Nein. Können wir springen? Nee, können wir nicht. Wollen wir nicht eigentlich Josef gucken? Wo ist denn Josef? Da kommen wir. Oh, das ist. Warte mal. Das ist aber etwas sehr. Kann ich hier den Pfoff ändern? Nee. Das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Nee. Ja, ja, die Änderung speichern, was auch immer ich hier geändert habe.
Kamerastabilisierung hoch. Was heißt das? Ist das Kamera wackeln? Ich glaube, das ist besser. Narmt-Volley. Der Schlüssel ist... Ach so. Ich habe hier auch noch Schubladen. Here it is. Da. That's odd. I've been many times at Joseph's, but I've never seen this corridor before. Hm? The photographs seem very familiar, though. Und wer ist auf den Fotos? Die Brillen damals. Josef, ich, Max, Jakob im... Okay, ich ist... Upsala, ich ist der hier wahrscheinlich. Achso, ich glaube, ich habe Dauerrennen aktiv, ne? Autorennen. Warte mal, ich mach das mal aus. So viel dazu? Okay, ja, ich mach's aus. Josef, erster Tag in der Bank als Käfer. Mein erster Arbeitstag als Händler. Die berühmten Karliczek-Schnitzel. Uah. Damals waren wir noch jung. Okay, die Bilder verändern sich. Draußen ist auf jeden Fall Gegend. Josef hatte sein Gepäck verloren und wir schafften es nicht rechtzeitig an Bord. Wieso er nur all diese Fotos aufbewahrt? Letztes Jahr beim Oktoberfest. Ja. Wird immer kleiner hier. What's that? This room is bizarre. What's with this furniture? Warum sind die Möbel so groß? Ey, hier war doch vorher Crazy Santa. ich bin geschrumpft. Alles klar. If I don't go out soon, I'll be late for work. Okay, ich muss mich zur Arbeit aufmachen. Okay, vielleicht. Let's try this way. Oh, Entschuldigung. Oh. Können wir das verschieben? Nee. Also wir müssen... Ah, warte mal, wir können hier hinten lang, ne? Sehr geehrter Herr Samsa, der Ort, an dem der Schlüssel liegt, ist diesmal mit einem Rätsel verbunden, das es zu lösen gilt. Es könnte ein wenig schwierig werden, die Türklinke zu erreichen, aber wir sind zuversichtlich, dass Sie es schaffen. Hoffentlich haben Sie das Zeug dazu, Tower zu erreichen. Okay, diesmal ist es schwieriger. Another letter? Was? Da komme ich aber nicht ran. Ach so, ich komme an die... Also den Schlüssel habe ich, aber... Wobei, ich könnte ja hier... Oh, Entschuldigung. Kann ich damit was machen? Warte mal, kann ich den nochmal rollen? Nee, schade. Da komme ich nicht hin. Hier geht's nicht weiter. Du vielleicht? Nee. Ach so, von hier vielleicht, ne? Guck mal hier. Haha. Haha. Oh. Ach, damals. Guck mal.
Die verwandeln sich alle. Du auch? Nee, du nicht. Was ist hier? Pilze. A ventilation hole? How on earth do I fit in here? These the legs I'm used to. Was? I know this sounds ludicrous, but can it be that I'm a bug? Ich hab Beine. Einen Spinnenmann habe ich noch nicht. Alright, stay calm. Let's find Joseph and move on from there. Die Stimme. Was ist das denn hier für eine Apparatur? Komm mal da. Ah. Zoo Prag. Was? Umdrehen. Halt. Aha. Alter. You don't want to fall from this high up. Das ist irgendwie seltsam. Das ist irgendwie seltsam. Halte, springen, länger gedrückt. Okay, habe ich gerade eben gedacht. Clutter. I think there is something on the table. Trouble. Another letter? Das Glockenbowl zeigt eine neue Quest an. Drücke Tab, um eine Über... Es gibt hier Quests. Auf diesem Tisch liegt ein Brief. Ach so. Wir sind jetzt... Der markiert sogar den ganzen Weg, den wir gelaufen sind. Okay. Da lang. Wahrscheinlich da lang. Da lang nicht. Wenn ich da runterfalle, ist es vorbei, ne? Haha, hier ist ein Loch. Okay. Lass mich raten, ich muss am besten da runter, weil ich probier's mal kurz. Geronimo! Okay, überleben wir. Alles gut. Wie kommen wir da drüben hin? So. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas übersehen. Almost. Oh, die Stimme, die erschreckt mich jedes Mal. Vorsichtig. Was ist das? Made it. Kann es sein, dass wir immer kleiner werden? Was ist das hier? Sticky. Although, this liquid should help me climb up. Okay. Ich kann aber nicht springen. Währenddessen. Ach, rechte Maustaste drücken, okay. Wahrscheinlich ist geplant, dass ich am Buch da hochklettere, ne? Verbraucht sich das? Oh. Was ist das da hinten? Was ist das? Kaputt ist es. Gibt es hier auch irgendwelche Gefahren oder so?
komme ich nicht lang. Schade. Ist bestimmt, wenn ich reinfalle, kann ich hier wieder raus, ne? Wie kann ich jetzt wieder hoch? Ach so, warte mal. So. Verbrauche ich überhaupt was davon oder habe ich das jetzt unendlich? Ich sollte den Brief lesen. Okay, mach mal, mach mal, mach mal. Sehr geehrter Herr Samsa, angesichts Ihres bemitleidenswerten Zustands würden wir Ihnen gerne die Gelegenheit geben, eine Stelle hier bei Tower anzunehmen. Bitte folgen Sie unserem Symbol, um den Bewerbungsprozess zu starten. What in the... Nein! Ich will nicht. Ich kann nicht. Skurril. Sehr. Skurril. Actually, in the letter? Dear Gregor. Ich what? Was? How do they know my name? Wer hat gesprochen? Ja, ich bin durch den Boden geflutet oder so. Ah. Into a bug in your bed? Ja. Feeling uncomfortable in your new skin, or rather, exoskeleton? Everything seems unfamiliar and bizarre. Wondering if this is all just a bad dream? Relax. Everything is fine. Uh-huh. Fine? This is fine? Okay, ich kann weitere Sprünge machen aus dem Laufen raus. Das habe ich schon mitbekommen. Also wenn das alles fein ist, das ist okay. Dann brauchen wir uns ja um nichts kümmern, ja? Dann bleiben wir einfach, wie wir sind. Wow. Did you transform into a bug in your... You are not the only one. There are more people like you. Ach so? Into insects, but pulled through and even found a job. You are not the only one. There are more people like you who change into insects, but pulled through and even found a job. But I had a job. Well, sort of. Die Stimme. Worauf laufen wir hier eigentlich? A job. All thanks to Tower. They hired at Tower. Die Stimme ist so krass. Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich da? Tower is a modern office space offering honest, highly paid work to people turned into bugs. Uh-huh. At Tower, you'll soak up specialist skills. Acquaint yourself with amicable arthropod associates. Obtain opportunities for occupational augmentation. And discover a different destiny for... Mist! Tower is a modern office space offering honest, highly paid work to people turned into bugs. At Tower, you'll soak up specialist skills. Acquaint yourself with amicable arthropod associates. Obtain opportunities for occupational... Kleinen Moment mal kurz. Augmentation.
discover a different destiny for yourself. For the best employees, restoration back to human form. Die Stimme. Die wird immer schlimmer. Bald sprechen wir wie ein Slytherin, ne? Im Kampf zwischen dir und der Welt, sekundiere der Welt. Sekundiere der Welt oder die Welt? Was ist das? Wir sind wieder eine Schublade. Wo bin ich? Prag, Generalbank, Josef K. Wer ist er? Warte mal, hier ist Kleber. Okay, ich hab Kleber. Irgendwer schnarcht hier. Warte mal, ich könnte hier vielleicht... Ah, das bin ich, wa? Nee, das ist Josef. Was war der da? Der sieht aus wie ein... Ich glaube, der Ventilator ist nicht gut für mich, oder? So, was haben wir als Aufgabe? Ich muss Josef aufwecken. Ach, da gehe ich schon hin zum Wecker. Okay. Der Wecker. Oh, guck mal hier, der Dreck hier unten. Dreck. Lecker. Komm ich hier rein? Oh, ich glaube, ich muss den Ventilator ausschalten. Bist du der Ausschaltknopf? Es ist der Ausschaltknopf. Das sieht so eklig aus. Oh, das ist kaputt. Oh, verdammt. Ah, warte mal, ich kann ja... Wer ist er? Who is this? Who are you? You called? Yes, Anna should bring my breakfast. I'm afraid that won't be possible. What do you mean, not possible? Preposterous, unprecedented, this is unheard of. And who then are you exactly? Were you expecting someone? On the contrary. I demand to know who you are. And is there someone behind the door? You seem excited. For sure I am. Does Miss Grubach know about this incident? I can't imagine this is acceptable for her. And who is in Frau Burstner's room? Do you know Miss Burstner well? She is my neighbor, of course I know her. I don't see how it's any of your concern. Just curious. How well? We are simply acquaintances. But why does that interest you? Has she done anything wrong? Why would she have done anything wrong? I have no idea. You tell me. Enough of this chicanery. Are you the police? Is Frau Burstner in some kind of trouble? Ich bin runtergefallen. Why would she be in trouble?
I don't know. You come in. Ask about her. What makes you think it's about her? Well, it's certainly not about me. Now, is it? You are the 12. März, Treffen mit Gregor beim alten Rudi. Wir erwarten einen Plan für unser Unternehmen. Ich habe den Namen Josef Gregor und Söhne vorgeschlagen. Das Gute daran, er vermittelt Zuversicht. Weniger gut, wir haben keine Söhne. Gregor war voller Leidenschaft dabei, so wie immer. Je mehr er getrunken hatte, desto ehrgeiziger waren seine Pläne. Ich habe ihn schließlich gestoppt, als er begann, über eine Übernahme der Transsibirischen Eisenbahn zu sprechen. Dennoch beneide ich Gregor um seine Einstellung. Mag sie auch manchmal etwas ungestüm sein. Ich bleibe mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Verglichen mit Gregor könnte man fast sagen, ich würde kriechen. Notiz an mich selbst, mehr Begeisterung. What's your name and your function? Why do you need to know my Wer ist denn das? Actually, you're right. I don't want to know your name. Why am I even speaking to you? Miss Grubach! She cannot come at this time. Oh, she can come at this time. It's her apartment after all. How long have you been living here? Long enough. But this situation is new to me. I won't say another word until I see the supervisor. I clearly need someone more intelligent to talk to. Was macht der Typ da? Geheimpolizei oder wie? Was haben wir hier? Das ist wieder das gleiche Dokument, nur umgedreht. Warum ist das so scheppig hier? Charles Dickens. Große Erwartung. Hustensirup. Ich glaube, ich muss höher rauf. Was ist das hier? Auf 10 Dinge werden Josef und Gregor in zukünftige Verhandlungen mit ihren Chefs bestehen. Beförderung zum Bezirksbürovorstand, 16 Urlaubstage pro Jahr, größerer Schreibtisch um 20 cm, zweiter freier Samstag pro Monat, Spesenrückerstattung bei Thermenbesuchen und Spesenrückerstattung bei Schuhreparaturen. Naja, das verbraucht sich. Ich muss also irgendwo immer was Neues finden. Aber ich denke mal, das wird hier immer wie... wie siehst du denn aus? Josef, sag doch was dazu. Haben wir hier irgendwo Kleber? Nee, Münzen gibt's hier. Warum sieht das hier so schäbig aus? Und wir sprechen immer unklarer. Also, unverständlicher. Hey, das ist ein Insekt. Achso, muss ich klicken? Ja. Und gar nichts, denke ich. Gehst du zu Tower? Allerdings, weißt du, wie ich dorthin komme? Ich war gerade unterwegs, aber ich schaffe es nicht weiter. Ich verhungere. Das tut mir leid. Hilf mir bitte. Das würde ich ja gerne, aber ich habe selbst nichts zu essen. Ich habe einen Apfel. Warum isst du ihn da nicht? Der Weg zum Apfel ist überflutet. Was soll ich dagegen unternehmen? Du musst das Ventil schließen. Es ist hinter einem Buch ganz oben auf dem Schrank. Dann kann ich hindurch gelangen. Und wieso schließt du es nicht einfach selbst? Ich bin viel zu ausgehungert, um mich aufzuraffen. Hilf mir, dann hilfst du dir selbst. Und zwar wie? Das Wasser hat auch den Weg zu Tower überflutet. Du musst das Ventil schließen. Es ist in einem Loch ganz oben auf dem Schrank, hinter Ulysses. Ich muss das Buch Ulysses finden. Das heißt, der greift uns nicht an. Hallo? Da ist der Apfel. Ich sehe ihn. Aber ich komme doch da hinten raus. Oder? Hier ist klebriges Zeug, sehr gut. Es ist sehr skurril. Ich muss echt mal sehen, wie sich das hier entwickelt. Deswegen spiele ich es ja an.
Ich will auch ein bisschen Zeit überbrücken, logischerweise. Ich hatte heute auch nicht so viel Luft, groß Gedanken zu machen. Das liegt schon... Ich habe losgelassen, die Taste. Es liegt schon Weilchen bei mir in der Bibliothek. Und ich will nämlich die Tage mal schauen. Ich glaube, in 3 oder 4 Tagen kommt Mafia. Mafia möchte ich mir gerne die Remastered-Version angucken, wie die so geworden ist. Und deswegen schauen wir mal, dass wir vielleicht zwischendurch hier mal was anderes, einfach mal wirklich was komplett anderes spielen. Morgen wird es wahrscheinlich dann Horizon Zero Dawn sein, logischerweise. Da haben wir noch eine Menge zu tun. Viel zu tun. Und ja, wo sind wir jetzt hier? Da unten bin ich rein. Ach so, das wäre jetzt... Hi. Oh, guck mal, ein T-Shirt. Da ist auch noch wieder Klebstoff. Ja, das kann hinkommen. Josefs alte Spieluhr. Können wir nicht hoch? Ich kann hier an dem Ding nicht hochklettern. Nur mal so, ne? Ich kann nicht da hochklettern? Aber, warte mal. Ich denke mir aber mal... Ich kann nicht völlig kopfüber laufen. Aber da, den Balken da oben. Wo ist der Kleber? Hier? So, da oben ist der Balken. Ja. Vorsicht, ich weiß nicht wo. Weg! So. Jetzt laufen wir nicht. Kopf über. Oh. Achso, ja, stimmt ja. Drehende Objekte. Nothing happens by itself, Mr. K. Oh, give me a break. You seem to have an answer for everything. Because there is a reason for everything. Oh, like your visit today? Who's there? Let's see. Wouldn't you rather just stay here? I want neither to stay here nor to talk to you. I didn't mean anything wrong. Didn't Franz tell you to stay in your room? I demand to talk to Miss Grubach this instant. That won't be possible. What do you mean, not possible? I want to speak with my landlady. No, you can't leave. Das ist so skurril. You are arrested. Was? Yes, it sure looks that way. Somebody must have made a false accusation. I don't see any other explanation. I'll get my papers. Preposterous. Ist das Bild umgekippt? Sieht okay. So aus, ne? I seem not to be able to find my wallet. It might have been stolen from me. That would be most unfortunate. Indeed. How about you investigate that while you're here? Mr. Kai, also Bücher sind nass geworden, Baudelaire sofort trocknen, Dostoevsky gelesen bitten lassen, Gregor bitten, Flaubert zurückzugeben. Im Joyce sind Wanzen, sofort Frau Grubach verständigen. Warum guckt er mich immer an? How can I be under arrest? And above all, so, ich soll da hoch, ne? Do you think we know anything about the proceedings of your case? Was ist das? We hardly know one end of the identity. Ach, damit kann ich wahrscheinlich auch wieder klettern, ne?
We are merely junior officials tasked with watching over you for the next few hours. That's all we are. But we understand that before making any arrests, the high authorities that we serve make sure they're well informed of the case and the accused. Tell me then, for what crime am I supposed to be under arrest? We're not allowed to tell you anything more about your arrest. Proceedings are underway, and you'll be told everything, all in good time. I'm already breaking the rules being so polite with you. I hope that only Franz can hear this. He, too, is much more polite than he ought to be. Quite frankly, if your luck with the guards continues, you have nothing to fear, Mr. K. Tell me truthfully, what sort of people are you? To what authority do you belong? Is this not a country of law and order? Ah, wait. I see. This must be all in jest. I bet I could laugh in your face right now, and it would turn out to be a joke. A birthday joke from my colleagues at the bank. It's unthinkable. Is it some kind of mistake? If it's a joke, I'll sure be part of it. I assure you, it's no joke, Mr. K. Nor can there be any question about there being a mistake. Das Spiel ist echt seltsam. As far as I know, the judicial authorities don't search for guilt within society. Rather, it's guilt itself that attracts their attention. That's when we, the guardians of the law, are sent out. So, wo muss ich jetzt hin? Nach da oben wahrscheinlich, ne? Wie muss ich durch? Nee, den Hebel muss ich drücken, ne? Okay, ich kann jetzt hier... Wo geht's hier hin? Ah, das ist rutschig. Hallo, ich komme. Okay, ich bin da. Oh, der frisst. Na, mein Freund. Köstlich. Wirst du mich zur Tower begleiten? Wie anstrengend es ist, einen Apfel zu essen. Ich muss wohl ein wenig rasten, wenn ich damit fertig bin. Nun, dann bon Appetit. Okay, wir können dann weiter. Zu Tower. Uah. Wo bin ich jetzt? Was bist du? Oh. Pilzsporen. Aber sonst nichts Schlimmes. So, Wasser ist böse, das haben wir gelernt. Ja. Da drüben lang. Wo muss ich hin? Okay, ich glaube, ich muss Schwung holen hier. Hui. Hier falle ich runter. Aber hier nicht. Okay. Was ist das? Das ist doch ein Secret, oder? So, jetzt ist es auch kaputt. Lass mich raten, die Dinger bilden sich dann letztendlich zu dem Käfer, ne?
wenn man alle findet. Aber wir haben ja nicht alle gefunden. Mit Sicherheit haben wir nicht alle gefunden. Was haben wir hier hinten noch? What? Nichts. Da ist so ein Käfer da unten. Tag. Hallo, ich heiße Gregor. Komm nicht näher. Mein Immunsystem ist geschwächt. Ich wette, du verbreitest alle möglichen Krankheiten. Nichts dergleichen. Also gut, ich bin Siegfried. Schön, dich kennenzulernen. Verdammte Erkältung, Hachi. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Und was genau arbeitest du? Ich verarbeite die Anfragen von Parteien und schicke sie in die richtigen Büros. Hachi. Das ist großartig, denn ich bin auf der Suche nach einem Weg, der mich zu Tower führt. Der Durchgang zu Tower führt durch Josefs Kiste. Zumindest in diesem Monat. Woher kennst du Josef? Sein Fall steht bereits unter Beobachtung. Gesundheit. Dieser verdammte Ventilator. Wegen ihm werde ich meine Erkältung einfach nicht los. Ganz zu schweigen von den Akten, die ständig herumfliegen. Wieso schaltest du ihn nicht einfach ab? Er ist kaputt. Vielleicht kann ich dir helfen. Oh, das wäre wirklich nett von dir. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den Ausschick geschaltet bekommen. Da ist ein Drehrad. Aber da kommen wir nicht hoch, weil Klebstoff, ne? Der hier. Ist hier hinten irgendwas anderes? Nö, ist nur Klebstoff. Ist das der Käfer irgend, oder was? Ja, ist der Käfer. Oh, vorsichtig. So. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Die Schraube hier draus drehen? Diese Siegel weisen mir hoffentlich den Weg zu Tower. Ja, aber trotzdem muss ich die Schrauben abdrehen. Ich komme mit Sicherheit da nicht durch, ne? Uah. Ach, warte mal, hier sind Knöpfe. Wer bist du denn? Was hat hier mein Ehemann für einen Unsinn erzählt? Siegfried ist dein Ehemann? Er meint, er wäre krank. Klar, lass mich raten, wegen des Ventilators? Immer dieselbe Leier, alles nur Einbildung. Ich muss einen Durchgang zur Tower finden. Also, Josefs Kiste. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war sie unter dem Bett. Lauf durch den Ventilator nach oben, dann solltest du sie erreichen können. Der Ventilator kann also abgeschaltet werden? Selbstverständlich. Und warum tut Siegfried das dann nicht einfach? Weil er dann eine neue Ausrede für seine Tollpatschigkeit und die Unordnung der Dokumente finden müsste. So sieht's aus. Man hat ihn nicht ohne Grund von Tower hier hinuntergeschickt. Los, schalte den Ventilator ab. Ja, du sitzt drauf. Du sitzt drauf. Abgeschaltet. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Okay, oben. Huch. Geht's hier irgendwo hin? Nö. Aber ich find's mal interessant, das einfach mal aus einer Sicht von so einem kleinen Lebewesen zu sehen, ja? Ungeachtet dessen der skurrilen Umwelt hier. He'd have you thrashed. And us as well. Let me be, for heaven's sake. If you surprise me while I'm in bed in the morning, you can't expect me to be in my best suit. Since you need to get changed to meet with the inspector, Mr. K. It is better to hand your personal belongings over to us. There's a lot of thieving from the storage room. Things tend to disappear and get sold after a time.
Okay, da steht was von Insektiziden. Ich glaube, das Grüne ist Insektizid. Ich komme da auch nicht rübergesprungen. For a very long time, naturally. Of course you'd get your cut from the sale. But it would only be a small sum. And its size is not determined by the size of the sale. Oh, ist aufgebraucht, verdammt. Size of the bribe one has to pay to get the transaction going. Sounds like you are the ones who want to bribe. God forbid. What are you suggesting, Mr. K? I'm not suggesting anything. I'm done speaking with you. A few words with someone on my level will make things incomparably clearer than the longest conversation with you two. Die diskutieren da immer noch. Wow. Das Problem ist, ich habe keinen Kleber. Gibt's hier irgendwo Kleber? Lieber Herr K., hier behandelt es sich um ein starkes Insektizid, das direkt aus Baden importiert wurde. Wenn man die kleinen widerlichen Insekten damit nicht vernichten kann, weiß ich auch nicht weiter. Ihre Vermieterin Grubach. Okay, das geht so. Aber wo kriege ich Kleber her? Kommen wir hier raus? Bedingt. Hier gibt es keinen Kleber, ne? Haben wir ein Problem? Haben wir ein Problem? Kann man den Stift vielleicht umfallen lassen? Nee, der klemmt. Da kann ich nicht hochklettern, aber ich könnte mal... Ah. So viel dazu. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da. Merke, da sind Bücher dazwischen am Umkippen. Hier, ne? Da. Okay, jetzt aber. So, wir sind hier. Haben wir. Guck mal, was wir für einen Umweg schon gegangen sind. Wir sind jetzt so unter seinem Bett. Was eigentlich ganz gut ist, glaube ich. Und Box. Ah, oh. Inside I should have. Oh, where is it? Na toll. A bicycle license. I guess by the seriousness of this affair, a bicycle license should be enough. Enough for what? Der versucht sie immer noch. These are my documents. Now show me yours. And the arrest warrant. Dear God in heaven, why can't you simply understand your position and stop irritating us with all these pointless questions? This must be some kind of prank. I won't say another word until I see the supervisor. Suit yourself, Mr. K. I clearly need someone more intelligent to talk to. Ja. Was passiert hier? Thank you.
Ich weiß nicht, was das macht hier. Das schraubt es auf und ab, hä? Warte mal. Ja. Jetzt ist es mehr ab. Ach so, vielleicht ist es... Ah, warte mal. Entsperrt. Die kriegen nichts mit. Die sind sowas von doof. Er hat schreckliche Angst zu sterben, weil er noch nicht gelebt hat. Kafka. Es ist wirklich sehr, sehr seltsam. So, jetzt sind wir in der Kiste und die Kiste hat unten jetzt ein Loch. Ein geheimer Durchgang. Keine Ahnung, wo sie dich geführt hat. Wir gucken mal. Ach du Kacke. Sei gegrüßt, Fremder. Lange lebe Tower. Lange lebe, mein Name ist Glühenstern. Das hier ist mein Gefährte Rosenkranz. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Lange lebe Tower. Lange lebe? Hallo? Hallo, ich heiße Gregor. Ich bin Glühenstern. Das hier ist mein Gefährte Rosenkranz. Wir haben es verlaufen. Auf dem Weg zur Tower? Nein, wegen dieser Pilze. Mein Freund hier hat bereits einen schlechten Trip. Tut mir leid, ich hatte einen harten Morgen. Ich bin als Insekt aufgewacht. Ah, es ist also dein erstes Mal, nicht wahr? Möchtest du dich wieder menschlich fühlen? Ich hätte gern meinen alten Körper zurück. Dazu braucht es nur ein wenig Psilocybin. Dann schwebst du durch Fraktal und siehst dir deinen eigenen Leib von außen an. Stell dich einfach neben einen Pilz und inhaliere tief. Das Zeug wird dir gut tun. Danke, aber ich will mich tatsächlich zurückverwandeln. Außerdem nehme ich keine Drogen. Ja, noch nicht. Was ist das da? Ein fliegendes Schiff? Da brennt eine Fackel. Da hat einer einen Stock. Ach du. Passiert irgendwas mit dem grünen Dampf? Nö. Da drüben rüber? Bam! Tower ist Hybris. Nieder mit Tower. Das alte Insektament lehrt uns... Ja, was denn? Und alsdann stieg der Insektenherr auf einem Faden herab, um Tower zu sehen. Den die Insekten gebaut hatten. Der Herr zirpte. Was zirpte er denn? Seht, nur ein Volk sind sie und alle summen sie im Einklang. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird nichts mehr unerreichbar sein. Okay. Wir müssen Tower vernichten und unser Leiden ein für alle Mal zu beenden. Nieder mit Tower. Okay, hier ist eine Revolte im Gang. Was sagt die Map? Gar nichts derzeit. Ich laufe einfach nur. Lauf. Das ist Josef. Wow, 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 schnell rüber. Dieser Prediger ist der Anführer einer gefährlichsten Sekte. Man kann sich ihm nur schwer entziehen. Bitte sag niemand, dass ich hier bin. Okay, er hat sich leicht entzogen, würde ich mal sagen. Da geht's lang, da geht's lang. Das ist eine Art Schiff, hä?
Halt, wer sind Sie? Mein Name ist Gregor Samsa. Ich bin aufgewacht, verwandelt in... Sind Sie der Insekteninspektor? Nein, ich bin ein Mensch. Sind Sie ein Spion? Nein, ich bin Händler. Zeigen Sie mir Ihre Dokumente. Ich habe sie nicht. Wie gesagt, ich wurde verwahrt. Sie haben also keine gültigen Identitätsnachweis? Nein, mein Herr. Wieso in Gottes Namen sollte Ihnen dann irgendjemand glauben? Ich habe keine Zeit für so etwas. Gehen Sie zu Chauan, er wird sich der Sache annehmen. Okay, das sieht aber sehr... Hafen. Dokumente vorzeigen, ne? Und zwar valide, gültige. Haben wir nicht. Da kommen wir nicht rüber. Nee, das schaffen wir nicht. Große Junge? Welcher... Oh, der da. Oh, der ist groß. Endlich ein Passagier. Passagier? Du willst bestimmt zu Tower, nehme ich an. Ich hoffe, diese Schwachköpfe von der schwarzen Pest wollten dir nicht irgendeinen Quatsch einreden. Nein. Gut, zeig mir dein Zertifikat, dann machen wir uns auf den Weg. Tut mir leid, aber ich habe es nicht. Du hast es nicht? Nun, wir können nicht zu Tower, wenn du kein Zertifikat hast. Genau darum geht es bei Tower, das Zertifizieren von Zertifikaten. Das wusste ich nicht. Offenbar brauche ich ein Zertifikat, ja. Offenbar. Ich war doch eben doch gar nicht da. Wer bist du denn? Du bist nicht da, okay. Customs Office. Ich glaube, da muss ich hin. Irgendwas zu verzollen? Ich denke nicht. Dann stehen Sie nicht so rum und gehen Sie weiter. Ich bin auf der Suche nach einem Zertifikat. Das ist eine Zollbehörde, keine Anwaltskanzlei. Warten Sie, bis der Anwalt in seinem Büro ist, anstatt uns hier zu belästigen. Wo ist der Anwalt? Der was kann halt. Geschäftszeiten 2.15 Uhr bis 4 Uhr. Kennst du die Geschäftszeiten? Ich schon, deshalb bin ich hier. Also, wann wird denn jemand hier sein? Wenn ich dir das sage, ist meine Anwesenheit hier überflüssig. Und ich wäre ungern überflüssig. Nun, dann danke ich dir herzlich für deine Unterstützung. Ich werde es selbst herausfinden. Oh, das ist das so seltsam. Tada! Geschäftszeiten. Indem wir leidenschaftlich an etwas glauben, das nicht existiert, schaffen wir es. So, so. Nun gut, ja. Können wir hier wieder zurücklaufen? Nee. Es ist recht linear, scheint es. Josef und ich, wir brauchen beide einen Anwalt. Okay. Oh. Was, die Musik ist gut? Wo ist ein Buch mit der Idiot? Stand es hier rum? Ich hab's nicht gesehen. Oh,
Gott, der Schädel da hinten. Ach, okay. Okay, ist nichts mit klebrig. Hey, wisst ihr, wo ich in der Gegend ein Zertifikat bekommen kann? Hey, wir haben hier ein hohes Tier. Hört ihr das? Dieser Typ hier braucht ein Zertifikat. Verschwinde, okay? Okay, die haben kein Zertifikat. Was haben wir hier? Hallo. Hey, Süßer. Hallo. Du wirkst etwas verloren. Ich bin auf der Suche nach einem Zertifikat. Verstehe. Dann musst du dafür sorgen, dass dieser Anwalt in die Gänge kommt. Und die Sache wird nicht erledigt. Dazu schaltest du am besten die Musik ab. Und wie soll ich das anstellen? Versuch's im Grammophonclub. In Ordnung. Wenn man dir am Eingang Schwierigkeiten macht, sag einfach, ich hätte dich geschickt. Und du bist? Ich bin Leni. Gregor, freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns wiedersehen werden. So, ich mach das mal kaputt hier. Ja. Ich tanze gern Foxtrot, aber dafür ist es hier drin wohl zu schick. Was? Da ist das Grammophon. Komme ich da irgendwie ran? Ich habe aber keinen Kleber. Hi. Du kommst ja nicht rein, Kumpel. Du erfüllst die ästhetischen Anforderungen dieses Clubs nicht. Leni schickt mich. Ah, wenn das so ist. Herzlich willkommen im Grammophonclub, mein Herr. Die Bar befindet sich im Untergeschoss. Okay, ich darf rein. Irgendwie ist es schon kultig. Da komme ich durch. Ja, ja. Huch. Okay, hier tanzen sie. Halt. Boah. Wo muss ich hin? Ich sollte im Club fragen. Aber wen? Wir sind so viel. Ihn hier, der sieht wichtig aus. Sie. Ein Fremder. Was hast du hier zu schaffen? Tut mir leid, ich habe mich offenbar verlaufen. So viel steht fest. Ich bin der Besitzer dieses Etablissements. Gregor, ich bin unterwegs zu Tower. Dann benötigst du wohl ein Zertifikat, was? Nun ja, das stimmt. Ha, so offenherzig. Ich mag dich. Kannst du mir vielleicht sagen, wie man die Musik abdreht? Ah, um die Aufmerksamkeit des Anwalts zu erregen. Scharfsinnig. Das wird ihn sicherlich zornig machen, wenn das Grammophon abbricht. Aber, und um ehrlich zu sein, geht es mir auch ein wenig auf den Panzer. Wie das? Sieh dich mal um. Wie soll denn so lange ohne Musik funktionieren? Verständlich. Obwohl, in letzter Zeit hat man bei Tower ein klitzekleines bisschen zu viel Interesse an meinen Unternehmen. Klingt beunruhigend. Allerdings, in solchen Fällen könnte sich eine kleine Fehlfunktion zweckdienlich erweisen. Es würde ihr wachsames Auge ein wenig von mir ablenken. Dann zieh ich mal los und mach etwas kaputt. Ich gebe dir diesen Rat, Junge. Von hier aus kannst du die Musik nur verlangsamen. Du musst die Widerstände außer Betrieb setzen. Und dann? Dann wird sich die Stange über uns herabsenken und du kannst daran hinaufklettern. Dort siehst du dann die Platte, die Nadel und Schluss mit der Musik. Danke, wie kann ich diesen Gefallen zurückzahlen? Dafür wird später noch genug Zeit bleiben. Geh jetzt, solange ich noch bei Laune bin. Aha. Und jetzt? Es ist langsam.
Bleibt es so unten? Ja, ne? Das war das Ding eben. Huch. Daumen muss ich hoch. Kann ich hier rauf? Uah, nein. Ich brauche Kleber. Oder so. Huh. Jetzt? Ah! Vorsicht, Vorsicht. Entschuldigung. Ups. Enter. Enter. Was passiert jetzt? Ach so, jetzt sollen wir den Tisch erreichen. Okay, 3, 2, 1. Geronimo! Okay, geschafft. Young man, why are you here? My name is Joseph Kay. I know who you are. You are a friend of Gregor's Hamsa. Oh, you know Gregor? Didn't he refer me to you? No. No, my uncle did. He's an old acquaintance of yours. Ah, yes, of course. So, is it about your trial? Yes, it is. You've come at a very inappropriate moment. I was told to come now. I know, but you see, my desk is broken. What do you mean? Inside, I have the ledger with all the cases. Without it, I cannot work. Well, can the desk be repaired? Probably. But for now, we must await. Mr. Huld, I would like to discuss my defense with you, but I don't even know the charges. That is not important. What is important is to submit the first set of documents to the court. The first set? What are they? The defense doesn't have access to court records, especially not to the indictment. That means we, generally, don't know, or at least not precisely, what the first documents need to be about. Anyway, usually the first submitted documents are mislaid or lost, and even if they do keep them right to the end, rumor says they are hardly ever read. This das Kapital von Karl Marx? Mm-hmm. But not entirely without its justifications. Der Reichsarbeitsminister, meine liebe Damen, Hauptversorgungsstelle, Missverständnis. Proceedings are generally kept secret, not only from the public, but also from the accused. Is that even possible? What? To keep the trial secret from the accused. Oh, it's usually possible to a very large extent. This sounds completely absurd. Schulbesuch. So what exactly is your role? The most important thing
Keine Ahnung. Kenntnisse in nichts. Religion, das ist ein Zeugnis. Contacts with higher officials. Or with high officials, but with lower grades. That is the only way to influence the progress of the trial. Ich hab keine Ahnung hier. Noticeable at first, it's true. But as it progresses, it becomes more and more visible. There are, of course, not many lawyers who can do this. So you have made a good choice by coming. Da oben, Zertifikate. Do you already have da können wir hin. The law is tireless, and so are we, the defense. It should come to no surprise to you that we have an extensive network for relevant information. Your case is a very interesting one. Indeed, things like this don't come all of a sudden. They start developing a long time beforehand. There must have been warning signs of it. Could I see those documents? I'm afraid that is not possible at the moment. Not unless I know the date. Oh, these stamps. I must see them. What is the legal basis for this? I guess my desk broke due to the laws of physics. These stamps. I just wouldn't know where to search for them. Besides, something said in private cannot be used in public. Therefore, you seeing those documents will not help your case. I was... these stamps. Mr. Hull, I insist. Your trial is still in its infancy. These stamps. Können wir irgendwas tun hier? These stamps. Scheinbar nicht. This obviously is a very stupid system. How can one defend himself if he doesn't know what he stands accused of? It's far from being the lawyer's job to introduce any improvements in the court system or even to think about it. It's far from being the lawyer's job. These stamps. Many of them spent time. These stamps. The only right thing to do is to learn how to deal with these stamps. Any other approach is simple. These stamps. Okay, ich glaube. Oder? Not to mention that. These stamps. Mr. Hold, I would like to discuss my defense with you, but I don't even know the charges. That is not important. What is important is to submit the first set of documents to the court. The first set? What are they? The defense doesn't have access to court records, especially not to the indictment. That means we, generally, don't know, or at least not precisely, what the first documents need to be about. Tun hier. Anyway, usually the first das Zertifikat muss hier irgendwo sein. Ja, da drüben auf der anderen Seite ist es. And even if they do keep them right to the end, rumor says they are hardly ever read. This is all very regrettable. These stamps. Der sieht mich nicht. You should not forget, Mr. K., that there is no law that says the trial has to be public.
proceedings are generally kept secret, not only from the public, die Fragen hier. But also from ja, alle wollen irgendwelche Papiere. Dieses Insekt unter dem Schädel, der arme, zerstreute Kollege unter der Lampe. Aber ich weiß nichts. Geh und frag ihn, okay? This sounds completely absurd. Hallöchen, Kuppel. Willst du einem Insektenkameraden helfen? Na, worum geht es denn? Ich kann gerade so 4 Kronen im Monat zusammenkratzen. Außerhalb von Towerzeiten und auch nur ansatzweise angemessene Löhne. Dann plötzlich die Scheidung, die Unterhaltszahlung für die Larven und auf einmal stecke ich so richtig im Dreck. Was ist denn passiert? Hast du deine Frau betrogen? Betrügen? Das ist ein harsches Wort. Oh, oh. Es war nicht meine Schuld. Ich wurde verführt. Sie stieg vom Himmel herab, duftend und in Rot gekleidet. Es stellte sich heraus, dass sie gerade ihre fertile Phase hatte. Verstehst du? Ich glaube, ich will mir das nicht anhören. Es geht mich nichts an. Sei doch ein wenig hilfsbereit, Bruder. Die Scheidungspapiere, die ich unterschreiben sollte, befinden sich im Schreibtisch des Anwalts, dort, wo er seine Zertifikate und die anderen offiziellen Dokumente aufbewahrt. Zertifikate also. Genau, sie sind im Schreibtisch. Wenn irgendetwas damit geschehen würde, ich weiß ja nicht, wenn zum Beispiel etwas Honig drauf tröpfeln würde oder es einen fiesen Tintenklecks gäbe, wäre das nicht illegal? Ich bin mir da nicht sicher. Okay. Indeed, things like this don't come all of a sudden. They start developing a long time. Die Frage ist, there must have been warning signs of it. Could I see those documents? I'm afraid that is not possible at the moment. Not unless I know the date of your trial. Wie können wir im Schreibtisch? I must see them. What is the legal basis for this? Ich finde es interessant, dass er angeklagt ist und seine Akte nicht sehen darf. I don't mean your broken desk. I mean the ledger, the trial date and you showing me the documents. I just wouldn't know where to search for them. Besides, something said in private cannot be used in public. Therefore, you seeing those documents will not help your case. I would say it might even hinder the proceedings. Mr. Holt, I insist. Your trial is still in its infancy. Die Hosen und die Krampfadern, ey. After reading them. They are destined for me, not for you. Trials run their course all by themselves. All they really need is a nudge from time to time. Die Frage ist, the papers, you could get the wrong idea and start acting erratically. This is so kommen wir rein. Complicates the case. This obviously is a very stupid system. How can one defend himself if he doesn't know what he stands accused of? Achtung, Posor, Eintritt verboten. Okay, geschafft. Das Krabbeln, das ist auch irgendwie seltsam, ne? Das ganze Spiel ist seltsam. Hey, kein Zutritt. Hast du das Schild nicht gesehen? Verzeihung, ich wollte eigentlich nur nachsehen, was mit dem Schreibtisch nicht in Ordnung ist. Irgendwas ist kaputt, aber wir wissen nicht, was genau das Problem ist. Ich bin auf der Suche nach einem Zertifikat. Und? Kein Zutritt. Zumindest nicht ohne entsprechende Sicherheitsausbildung. Aber ich bin hier, weil ich den Auftrag dazu habe. Wenn das der Fall ist, musst du dich beim Boss melden. Er ist in der Halle. Okay, ab zum Boss. So Pontius und Pilatus, ne? Wo ist der Boss? Hallo, Boss? Wo ist Boss? Boss ist da drüben. Ah, okay.
Boss? Da oben. Okay. Hi, Boss. Ui. Oh, hi. Hallo. Was machst du da? Hast du das Schild nicht gesehen? Ich heiße Gregor, ich suche nach einem Zertifikat. Was für ein Zertifikat? Ich bin auf dem Weg zu Tower. Ah, jetzt verstehe ich. Unglücklicherweise kann ich dir nicht helfen. Werden dir die Zertifikate ausgestellt? Doch, schon. Aber der Mechanismus ist kaputt. Also stellen wir keine Zertifikate aus. Sollte das nicht dein Anwalt erledigen? Was? Du denkst, dass er könnte so ein Zertifikat ganz allein erstellen? Nein. Die Maschine erledigt das für ihn, zumindest wenn sie funktioniert. Aber ist sie denn außer Betrieb? Wenn du den Mechanismus reparieren kannst, bekommst du ein brandneues Zertifikat in perfektem Zustand. Okay. Muss ich also eine Maschine reparieren? Ich muss die Maschine reparieren. Ja. Was ist denn... Ach, das ist die Maschine wahrscheinlich, wa? Da fehlt der Druck eindeutig. Watt. Watt für ein Druck, wa? Genau, hau mal ein bisschen drauf. Ach, guck mal, da hinten kann ich was bestimmt drehen. Das, was die selber nicht machen können. Die können nämlich nicht so gut drehen wie ich. Und fallen. Halt. Oh. Brauchen wir denn Gewicht hier? Warte mal. Ich mach die besten Zertifikate der Welt. Der Wandstreicher. Okay, der nicht. Du hier, weil du immer so rumrennst. Nee, ich will ja Mittwoch nicht einschalten. Ich muss den Stromkreis hier reparieren. Aber wie? Ah, warte mal, vielleicht ist hier irgendjemand mit einem Klebestreifen oder so unterwegs. Hier nicht. Bin hier schon Zahnrad? Hier sind welche zumindest unterwegs mit Gegenständen zum Reparieren. Du nicht? Nee, ich hatte den Mechanismus noch nicht repariert. Ich suche jemanden, der das kleben kann. Ja, vielleicht. Nichts als eine lausige Ausrede von Mechanikern. Das geht für alle von ihnen. Sie drehen ein-, zweimal an irgendwelchen Rädchen und glauben dann, sie hätten ihren Job erledigt. Oder sie drehen so lange, bis alles abbrennt. Die Maschine muss ihren Schwung behalten. Okay, der hilft mir nicht. Ist da hinten ein bisschen Schwung? Das ist der Zahnradboy. Wie könnte man den Draht... Achso, ich weiß schon. Temporär. Tja, kannst du nicht helfen? Dieses Kabel ist eindeutig kaputt. Es fällt immer wieder raus, wenn man es bloß irgendwie an einem Punkt fixieren könnte. Ja. Ich brauche aber jetzt nicht wirklich die Hinweise. Was hast du denn hier eigentlich? Tja,
Fixieren. Ach so, warte mal. Huch. Ich hab's kaputt gemacht. So, warte mal. Vielleicht klebt's ja dadurch schon. Nö. Doch. Jawohl. Staatsprüfungszertifikat. Ich glaube, ich sollte da nicht draufstehen, oder? Oh, it's opening. What do we have here? Oh. A certificate related to your trial. We'll need it later. Can I see it? No, don't worry. But your desk, it's working. Don't get so excited, Mr. K. Please, keep your composure. Mm-hmm. Now, let me see. Yes, just what I thought. As I mentioned before, muss jetzt irgendwie hier raus, ne? Set of documents needs to be prepared. Da könnte ich raus. So what about me? Should I just wait? That's what many of the accused choose to do in this situation. As your trial is still in its infancy, haste and action could bring more harm than good. You'll have to excuse me, but I cannot just sit and wait. Patience is a virtue, Mr. K. A virtue much appreciated by the judicial system. So, draußen. I suggest you go back to your everyday tasks at the bank. That is where you work, no? How can one just continue a normal everyday life knowing that he is accused? That he is under suspicion. You will be surprised to discover how easy it is to get used to such a situation. After a certain moment, you won't even notice the ongoing trial. Great. But at least you can tell me when my hearing is, right? Not really. Isn't it written in your ledger? It is. But as your counsel, I can't really tell you. Mr. Hold, I would like to discuss my... Da drüben ist er hin. These stamps. Oh, the certificate. Did I stamp it already? Na toll. Anyway, it's official now. I'll put it with your documents. I don't quite remember why it was needed. Documents? What documents? Mr. Hold, I'm withdrawing your representation in my case with immediate effect. Do I understand you right? I think you do. Well, we can certainly discuss this plan of yours. It's not a plan anymore. We still mustn't rush anything. Nothing's being rushed. Everything has been thought through, probably for too long. The decision is final. Then allow me to say a few words. You are running the risk of catching a cold for no reason. The circumstances are important enough, and you've become impatient. I am not impatient. It is just that I came to you, hoping that this case would become less of a burden for me. Well, quite the opposite is happening. If you would represent me, I will end up worrying about the case much more.
I will always, without ceasing, be waiting for you to do something. Ach, das Kleber. Moment. It will grow more and more tense. As for the information about the trial itself, you won't even tell me when it will occur. And I am left guessing that it's getting closer and closer. After a certain point in the... Ich versuch's noch, eine Ebene höher zu kommen. ...nothing new of any importance ever. Nein! Puh. So many Lizards irgendwo hänge ich gerade. ...in their trials have stood before me just like you are now and spoken in the same way. Then all these other litigants have been right. Okay, wo sind wir hier? Oh, da bist du sogar hin. Sehr gut. Warum sind in dem Fach weitere Fächer? Oh, das geht alles auf. Oh. Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber ein Menschen, der leben will, widersteht sie nicht. Auch immer Jan Uplital, Josef Goa, Karel Kappbeck. Wie soll ich das Zertifikat nur finden? Das ist eine gute Frage. Oh. So eine riesige Maschine. Ah, warte mal, da unten. Ich bin zu weit. Rule number two. Zugang zu Tower nur bei Vorzeigen des korrekten Zertifikats. Na toll. Wie soll das funktionieren? Korrektes. Verzeihung, vielleicht könnten Sie mir sagen, wo ich gehen soll. Ich bin auf der Suche nach einem Zertifikat. Nutzlos, alle miteinander. Man stellt Ihnen exakte Fragen, Sie intellektualisieren lediglich, anstatt dir zu sagen, welchen Weg du beschreiten musst. Das ist nur zu wahr. Alle Dokumente werden oben bearbeitet. Dort gibt es eine Art Förderband. Geh einfach an den Aktenschränken entlang. Du wirst es sicherlich finden. Danke. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt da hoch, die Schräge. Das, was wir schon gemacht haben, eigentlich partiell. Da. Oh, das wäre ja fast schief gegangen. Boah. Was ist das hier? Das ist eine Art Fahrstuhl hier, ne? Nein! Na toll. Jetzt. So wird ein Schuh draus, aber. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, sind wir. Oh, das war nicht gut. Obwohl doch. Doch, das war gut. Scheinen die Dokumente bearbeitet zu werden.
Können wir vielleicht mitfliegen? Ja, wir können... Warte mal, wir können mitfliegen. Guck mal. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir dort landen. Komm. Nein. Och. Ja. Oh, 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 oh. Ich hab's geschafft. Ach, hier kann ich unten runter. Hui, 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 hui. Ich bin auf dem richtigen Weg, das ist sehr gut. Also mache ich so viel nicht verkehrt. Hier haben wir nochmal ein Buch. Regel 6083. Nach gebührender Bearbeitung wird ein ausgewählter Bewerber dazu eingeladen, sich für die Stelle eines Beamten bei Tower zu bewerben. Einen Beamten ist es erlaubt, sich für menschliche Stellen zu bewerben. Aha. Okay, ich muss hier wahrscheinlich wieder auf dem... Oh, das wird gestempelt. Oh, daneben. Wir müssten genau in der Mitte stehen, ne? Nein! Ich habe geschlafen. Wow. Und dann hier rauf. Oh, guck mal. Das ist unsers. Gregor Samsa. Hier komme ich aber nicht durch. Aber hier... Regel Nummer 4. Ein Angestellter von Tower, der seine Arbeit gewissenhaft erledigt und sich 5 Jahre lang untadelig verhalten hat, erhält eine Gehaltserhöhung im Ausmaß von 5 Kronen pro Tag, sowie die Gelegenheit, wieder zu einem Menschen zu werden, sofern die erzielten Geschäftszahlen dies zulassen. Na toll. Ich kann nichts tun hier. Ich kann nichts abschalten. Ich wusste, dass dieser Tag einmal kommen würde. So leicht wird man mir meinen Ofen nicht wegnehmen können. Bitte halten Sie sich von dem Ofen fern. Ich komme im Auftrag von Tower. Werden hier die Zertifikate verbrannt? Der Ofen benötigt eine ausgewogene Ernährung, sonst beschwert er sich. Offizielle Dokumente mag er am liebsten. Aber nein, wir verbrennen hier keine Zertifikate. Sie werden auf der anderen Seite aufbewahrt. Du musst oben aus dem Ofen hinaus und auf den Papieren dahin schweben. Kannst du dich hören, wie der Ofen zufrieden knistert? Alles, was ich hören kann, ist ein Insekt, das offenbar den Verstand verloren hat. Laut Paragraph 3, 4, 5, 6, bla bla, sind sie hier mit ihrer Arbeit am Ofen enthoben. Ach ja, nichts und niemand kann uns trennen. Wenn du nach einem Zertifikat suchst, dann versuch es im Lager. Lass uns einfach allein. Es ist mehr als skurril. Und ich blicke es stellenweise überhaupt nicht mehr. Es ist wunderbar anzusehen. Meine persönliche Meinung. Weil es eben halt so skurril ist, aber ja. Das war's dann aber auch. Geschichtemäßig bin ich komplett schon raus. Leider.
Es wird zu heiß sein hier, ne? Ja, ja, aua, aua, aua. Gucken, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. Im Prinzip ja. So, jetzt sind wir hier oben. Wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Glück gehabt. Ach, da. Ich fliege einfach mal mit. Muss ich sogar. Ich muss da abspringen, da drüben. Okay, abspringen ist nicht. Ich muss da, wo... Da muss ich abspringen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. So. Okay, gespeichert. Das frage ich mich schon die ganze Zeit, was das hier ist. Nicht nur, was das für ein Apparat ist, sondern was das Spiel ist. Nein! Was war da? Hä? Okay, was waren da unten für Figuren? Da unten waren Figuren. Noch bin ich richtig. Ah. Gregor Samsa, E6. E6. Was mit dir? Hallo, ich heiße Gregor Samsa. Ich bin auf der Suche nach... Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie in der Nähe des Roboters springen. Er ist äußerst zerbrechlich. Der Roboter? Was ist das? Die Maschine der Zukunft. Ja, Herr Samsa, der nächste Schritt in der Evolution. Eines Tages werden Roboter wie diese hier unsere gesamte Arbeit erledigen. Klingt nach Fiktion. Ganz und gar nicht. Sehen Sie bitte, ein funktionstüchtiger Prototyp. Wir beginnen bald mit der Massenproduktion. Zu diesem Zweck habe ich ein Unternehmen namens Ruhr gegründet. Also, was hat der Roboter für eine Aufgabe? Im Moment ist der Roboter darauf programmiert, Dokumente auszuwählen und zu ordnen. Was? Egal, ich muss mein Zertifikat finden. Kann ich diese Maschine benutzen? Tut mir leid, Herr Samsa, aber das ist ein äußerst heikles Gerät. Man muss es vorsichtig anfassen. Ich erkenne eine gewisse Spannung zwischen Ihnen beiden und das meine ich nicht nur naturwissenschaftlich. Unsere Verbindung ist rein professioneller Natur. Dieser Roboter ist lediglich ein Prototyp. Er kann leicht kaputt gehen. Ich verstehe, danke. E6. E6.
Oh, ist ja eh 7. Haben wir, ne? Und da drüben ist der Knopf. Na toll. Das war ich nicht. Ich war das nicht. Ach so, wir können jetzt drüber laufen. Nicht hinten weiter, weil die Flaschenpost ist ja hier eingefädelt worden. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Überdruck und deswegen kaputt gegangen. Oft ist es sicherer, an Ketten gefesselt, als frei zu sein. Wir haben unser Zertifikat, ne? Huch, jetzt können wir es kaputt machen. Oh, das haut ab. Mein Zertifikat. Haha, danke. Man sollte dich nicht reinlassen. Ja, aber es ist mein Zertifikat hier. Ich bin zertifiziert. Willkommen an Bord dieses Charon Express-Schiffs. Bitte geben Sie Ihre Klasse an. Klasse? Die Dienstleistungen von Charon Express richten sich nur an Sekten der Arbeiterklasse. Ich repräsentiere die Arbeiterklasse. Jawohl. Bitte hören Sie den Sicherheitsanweisungen aufmerksam zu, um in einem unwahrscheinlichen Notfall entsprechend reagieren zu können. Ist das denn notwendig? Absolut. Bitte hören Sie jetzt zu. Okay. Was steht denn da eigentlich? Das Staatsprüfungszeugnis? Herr Gregor Samsa? Derzeit, zuletzt, ordentliche... Studierender der Rechts- und Staatswissenschaften an der KK Dolden, Karl-Ferdinand-Universität zu Prag, hat am 22. März wahrscheinlich 1926 vor der unvorfertigen Staatsprüfungskommission, sich in Gemäßheit des Gesetzes vom 20. April 1893 Gesetz und der Ministerialverordnung vom 24. Irgendwas hat er getan. Da ist ein Stift vor. Mehr, weiter kommen wir nicht.
Okay, wir fahren los. Avoid those in office becoming deeply corrupt when everything is devoid of meaning. That is why policemen try to steal the power. Ich glaube, das geht noch ein Weilchen weiter, oder? Hallo. Willkommen beim Tower Festival. Tower Festival? Dem größten Event in der gesamten Stadt. Stadt? Der Höhepunkt der diesjährigen Feierlichkeiten wird die Premiere von Maestro Titorellis neuesten Film sein. Es gibt eine kleine Verzögerung. Haben Sie bitte ein wenig Geduld. Richtig, wenn Insekten eine Bahn, ein Grammophon haben können, warum dann nicht auch eine Stadt mit einem Projektor? Selbst das Betrachten des Filmvorführapparats selbst ist bereits eine äußerst interessante Sache, nicht wahr? Um ehrlich zu sein, in Maestro Titorelli verschollen, niemand weiß, was ihm zugestoßen ist. Vielleicht habe ich ja die falschen Insekten dazu befragt. Ohne ihn sind diese Feierlichkeiten und diese Aufführung völlig sinnlos. Das ist bedauerlich. Aber vielleicht können Sie ja helfen. Finden Sie Titorelli, dann überreiche ich Ihnen die Schlüssel zur Stadt und ich werde Ihnen höchstpersönlich eine Statue errichten. Genau genommen bin ich heute Weg zu Tower. Titorelli ist ein Verwaltungsbeamter bei Tower. Die Funktion des Filmvollführers ist eine überaus wichtige. Wenn Ihnen irgendjemand einen Zugang zu Tower verschaffen kann, dann er. Ich kann es versuchen. Wo wurde er zuletzt gesehen? Titorelli sitzt normalerweise oben auf dem Projektor. Oft macht ihm die Melancholie zu schaffen. Sie wissen ja, wie diese einsamen Künstlertypen so sind. Sie sitzen in ihren Elfenbeinturm und fühlen sich elend und missverstanden. Wenn er niedergeschlagen ist, sucht er normalerweise die örtliche Kneipe auf. Ich würde auch dort nach ihm fragen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, ich werde aber hier nicht mehr sehen, was ich tun kann. Ich finde das Spiel wirklich strange. Und abseits von der Adaption oder Anlehnung oder was auch immer man sagen möchte von Kafka, finde ich hier gibt es eine Geschichte, definitiv. Über unsinnige Gesetzgebung, über Bürokratie, und zwar riesige Bürokratie, Unterdrückung und Co. Gesetze, Beamtentum, alles soweit in Ordnung, aber es ist so surreal. Es ist wirklich extrem surreal hier aufgebaut und ich weiß nicht, ob ich damit so richtig klarkomme. Weil, also Kafka war sowieso, wie gesagt, nie meins. Schon allein deshalb, weil es schulseitig bei mir überhaupt nicht Stand der Dinge war. Die Generation nach mir, die hatten das. Zu deren Leidwesen. Also ich bin eher so der Goethe- und Schiller-Fan. Kafka als Lichtgestalt von deutscher Literatur. Schwierig. Ungeachtet dessen, ich glaube, dass ich das Spiel, wenn ich es weiterspiele, eher für mich weiterspiele, einfach nur um zu gucken, was daraus geworden ist, inwiefern das Spiel hier eine Adaption eben halt ist. Aber für einen Stream ist das, glaube ich, hier sowas wie ein Angefuchs, das reicht aus. Ich glaube, das reicht wirklich aus. Das ist. Weil der größte Teil ist wirklich ein lineares Laufen. Ich glaube, bis auf zwei, drei Stellen, wo man ein bisschen überlegen war, ist es sonst recht schlauchlinearartig. Also man hatte jetzt hier immer so eine Art Hilfesystem, wo man ungefähr jetzt hin muss. Das sind wahrscheinlich einmal der Projektor und einmal hier die Kneipe wahrscheinlich. Es ist also recht, wie soll ich sagen,
nachvollziehbar, wie ich hier laufen muss, dass ich eben halt hier jetzt hier reingehe. Jetzt gibt's hier. Lass mich rein hier. Hallo. Willkommen im Tower-Vertretungsbüro. Vertretung? Sehr gut. Ich muss zu Tower. Tower ist die beste Wahl für alle Insekten. Ja, deswegen bin ich hierher gekommen, um... Mit Tower können Sie sich geborgen und sicher fühlen. Das ist ja schön und gut, aber wie komme ich dorthin? Die Antwort auf all Ihre Probleme ist Tower, ne? Sind wir ein Automat? Wie komme ich ins Innere von Tower, mein Herr? Und Sie müssen warten, wie alle anderen auch. Oder? Oder? Nun, da gibt es diese Projektion. Ja, eine Projektion. Und? Ich schätze, Sie kommen hinein durch Sie. Durch die Projektion? Wieso glauben Sie das? Nun, ich habe es noch niemand versuchen sehen. Prächtig, danke. Lang lebe Tower. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde, war die Entwicklung von unserem Gregor hier, dem Protagonisten, in einen Insekt, ne? Und auch die Stimme, das Sprechen, finde ich wirklich sehr gut umgesetzt. Jetzt haben wir sogar eine Top-Down-Sicht hier. Ja, finde ich sehr gut umgesetzt, weil man gleitet dadurch oder damit oder deshalb ein bisschen mehr in diese Welt hinein. Aber wie gesagt, bis auf, wenn man Kafka kennt oder kennen würde und mit die Verwandlung als Werk, ist es, glaube ich, schwierig, hier eben halt irgendwie eine Bindung aufzubauen, weil ich glaube, man braucht das Werk von Kafka, um das zu verstehen, was hier los ist. Was ist das hier? Nichts. Eine schwarze Wahl. Muss ich hier sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Bin ich überhaupt richtig? Nein, bin ich nicht. Oder? Wo muss ich denn hin hier? Hier nach oben, wa? Ja, nichtsdestotrotz. Hier soll es an der Stelle... Ja, hier ist die Bar. Hier soll es an der Stelle für den Abend gewesen sein. Ich denke, was rein? Ladybug, Akrobat, Premium-Bier. Mein Gott, was ist denn hier los? Zum Glück ist das alles abgedeckt hier. Ladybug. Ist das nicht eine... Das ist doch eine Serie. Auf Disney Plus oder Netflix oder was auch immer. Ich glaube, das gucken meine Kids. Nein, ist das sonst. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen dieses doch sehr surreal, skurrilen Werks. Ungeachtet dessen, ich hoffe, es hat soweit gefallen, dass man Einblick bekommen hat. Wer es gerne weiterspielen möchte, nur zukaufen, gibt es bei GOG und bei Steam. Ist auch recht überschaubar. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, wie weit wir hier schon im Spiel vorangekommen sind, nach den knappen 2 Stunden, die wir jetzt gespielt haben, und wie viel eben halt hinten noch kommt, wie viel wir nebenbei verpasst haben, wie viele Achievements gegebenenfalls durch irgendwelche Sammelobjekte und so weiter wir nicht gefunden haben, weil wir eben halt nicht alles logischerweise angeguckt haben. Dazu kann ich halt nichts weiter sagen, aber ist grafisch, es läuft auch sehr gut und performant. Ich finde, wie gesagt, auch den Artstyle recht interessant, aber ich werde mit der Geschichte persönlich, mit dieser surrealen Geschichte nicht so richtig warm und klar. Deswegen, Feierabend. Vielen Dank. Schlaf gut, träumt was Gutes und dran denken, gesund bleiben, ne? Maske auf. Und wir sehen uns dann morgen Abend dann wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Euer Firefox.